Holzbrettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und wir coolen ein wenig down, denn wir sind durch den Dschungel, haben jede Menge Tiere gesammelt bei Costa Rica. Ich selber bin sehr hin und her gerissen zu Costa Rica, muss ich sagen. Erst einmal das Spielmaterial. Es ist ja nicht so viel drin in der Box. Wenn man sich die Box mal anguckt, dann ist da so ein ganzer Haufen Teile drin. Immerhin 72 dieser Teile. Diese Wertungsmarker, die ich übrigens sehr gelungen finde. Und ein paar Holzfiguren und dieser gigantische Expeditionsleiter. Mehr ist ja gar nicht drin. Eine Regel auf zwei Sprachen, also Englisch und Deutsch. Also überraschend wenig drin in der Box. Es ist aber ja auch nur ein kleines Zwischenspiel. Es ist ja kein richtig langes Spiel. Und jetzt kann man sich streiten. Also der erste Gedanke so ein bisschen, und ich versuche jetzt beide Herzen mal sprechen zu lassen für mich. Der erste Gedanke für mich ist, hui, das Spiel ist mir eigentlich zu leicht. Da steckt ja gar nichts drin. Das stimmt natürlich so einerseits, denn das ist ja schnell runtergespielt. Nichtsdestotrotz, die Entscheidung, wenn ich mich hier jetzt in einer dieser Expeditionen befinde, hier, und hier liegt noch eine zweite Expedition, und rot ist zum Beispiel der Expeditionsleiter, und sagt, okay, ich starte von hier und gehe hier rauf, drehe den um. Ich möchte den nicht. Dann sind natürlich, oder sagen wir mal, es ist so hier, vielleicht besser zum Zeigen. Dann ist natürlich blau wirklich in der Zwickmühle zu sagen, ich beende das hier. Ist aber zum Beispiel grün der nächste in der Spielerreihenfolge, sagt grün vielleicht, hey, ich beende das hier und hat vielleicht sogar noch den Lilan drin. Und wenn Lila dann der nächste dran ist und hierhin geht, sind die beiden raus. Also dieses Abschneiden hat echt taktische Gründe. Und das macht echt Spaß. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das mit Carcassonne. Bei Carcassonne, wenn man das erste Mal spielt oder das zweite oder das dritte Mal, für die meisten von uns ist das ja schon lange her, auch für mich, dann war das ein Spiel, okay, du hast umgedreht und hast da entweder eine Stadt, eine Straße oder eine Wiese drauf, legst du dich rauf. Und baust so an deinem eigenen Projekt. Beim dritten, vierten Spiel hast du gemerkt, oh, eigentlich ist es viel besser, in so eine große Stadt sich rein zu manövrieren, irgendwie noch hintenrum reinzukommen. Hier geht es darum, irgendwie seine Expeditionsleute irgendwie am Überleben zu halten. Denn wenn der hierhin geht und den umdreht, sind die raus und dann kriegen die gar nichts. Also, das hat ein bisschen das gleiche Feeling. Das erste Spiel von Costa Rica, da denkt man, oh, boah, da ist ja gar nichts dran. Beim zweiten Spiel denkt man sich, wie kann ich es eigentlich besser machen? Und beim dritten Spiel fängt man an, so richtig fies loszuhacken. Und genau das ist eben das, was ich gut und aber auch schlecht finde. Erstens finde ich schön, dass es zwei wirklich ausgeglichene Strategien gibt. Einmal ein ganz friedliches Runterspielen. Man kann das so als Familienspiel spielen, dann hat das nicht viel Tiefe, dann ist das ganz nett und dann tut das auch keinem weh. Oder man spielt das als Expertenspiel, dann ist das so ein brutaler Blutfight und da muss man sich auch wirklich warm anziehen, dass man da nicht mitkommt. Ich habe jemanden in meiner Spielegruppe, genau genommen meine Frau, in meiner Spielegruppe, die das gar nicht mag, dieses Hacken. Für die ist die erste Variante. Ach komm, lass uns ein bisschen in den Urwald gehen, lass uns ein paar Tiere umdrehen. Ganz nett. Für meine anderen Spielegruppen, die so richtig auf Blut aus sind, ist die zweite Variante schön. Und das liebe ich an Costa Rica, dass beide Möglichkeiten drin sind. Nichtsdestotrotz, es ist eher auf der ganz leichten Ebene zu sehen für ein Spiel dieser Größe. Da ist echt nicht viel drin, wenn man sich die Regeln anguckt. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten. Und darin sind erstens mal Erklärungen über die Tiere, über Costa Rica. Das heißt, dieses hier ist dieser Anhang, ist eigentlich nichts. Und wenn ihr gesehen habt, das ist über Kopf, das ist nämlich auch schon die englische Regel und die deutsche. Das heißt, man hat einmal Beschreibung des Spielmaterials und zwei Seiten der Regel eigentlich. Auf zwei Seiten ist alles beschrieben und das ist eigentlich auch, was das Spiel ausmacht. Es ist ein schnelles, einfaches Legespiel, was man als erstes auslegt und dann ein schnelles Sammelspiel, Set Collection. Das ist, was Costa Rica ausmacht. Das ist es, was euch zu erwarten hat. Und ich denke, es ist den Preis wert, aber höher dürfte es auch nicht sein. Ja, das war's. Cyrils Brettspiele durchgespielt. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen heute in Fahrt geredet.
Costa Rica aus dem Hause Lookout und Mayfair Games. Mein Name ist Nils und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute. Tschüss.